Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Gemeinde Rade. Mit dabei heute den Uwe, Ron, Simon, Paul, Maschira. Grüß euch. Hallo. Hallo. Tag. Ron? Ja? Da ich ja eigentlich ein herzensguter Mensch bin und es ja auch schon Wochenende ist, habe ich ein einmaliges Angebot für dich. Du kannst diese Folge meinen Traktor fahren. Nö. Was? Fahr mir nie wieder, was? Bleib mal Schlüter. Oh komm, wir tauschen. Komm, ich bin nee, nicht so. Nee, das mach ich nicht mehr. Ach, dann bist du aber selber schuld jetzt. Ja, nee, jetzt mal ich nicht mehr. Nein, nein, nö, nein. Okay, dann steig ich wieder ein? Nein. Okay. Nein, okay. Gut. Nächste Runde? Wenn ich will, der hat schon. Okay. Nächste Runde. Alles, was Runde. Bitte was? Ich rede nicht mit dir. Sondern? Boah. Ich rede nicht mit dir. Sei leise. So. Maschina, wir können noch ein bisschen Strohballen-Weitwurf machen. Was? Strohballen-Weitwurf? Der Motor hört sich komisch an. Das ist ein Steier, der hört sich nicht komisch an. Ja. Wenn unten zwei Bahnen, oder? Okay. Nee, ich mach aus diesen zwei hier noch eine. Okay, das ist cool. Ich gehe dann nochmal am Hof mähen, ne? Das geht sich. Aber lass mir die Kühe ganz. Nein, auf der anderen Seite. Entschuldigung. Ach so. Ja, alles gut. Müssen wir drüber werfen, ne? Das könnte gehen, ne? Ich sehe, dass du so schnell da bist. Ja, ich hab meinen Schulter. Aber ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Auf was? Auf Schaufeln? Strohballen werfen. So, mehr das die geht auf dem Server so saumäßig gut. Die großen kannst du nicht werfen. Wir haben hier noch zigtausend kleine von der Spezialaktion. Achso. Das ist ja das Nervige gerade. Das war keine Spezialaktion, das war ein Test. Oh, hier geht eine Tor auf und zu. Du hast hier nur am Jammern hier, die Leute, ey. Warte mal. Maschira, hast du das Standgas an deinem Traktor gefunden? Werner? Ja. Wo bist du denn? Bei dem Standgas. Auf welchen? Dein Traktor brummelt so laut. Auf der andere Seite. Ach, da unten. Ich hab dich ja noch zweimal. Ach, dann leck mich doch. Hallo. Nein. Mach das, die Tür wieder zu. Das geht zu weit. Das fliegen die Ballen raus. Ja genau, das ist doch gerade das Problem. Als Kruzifix. Kreuzkruzifix. Ja, das schiebt er auch noch weiter. Was? Werner? Ja. Jetzt wäre ich soweit. Für was? Tauschen. Okay, schnell. Okay. Macht langsam, dann höre ich nicht den Schlüter mehr hinter mir fallen. Hallo Uwe! Hallo! Ach nee. Oh, hat sogar GPS! Natürlich, das alles! Respekt! Unterm Sitz ist auch ein Kühlschrank. Echt? Ja. Mit was zum Trinken? Trinken. Essen? Hat er auch ein Umleuchten? Natürlich. Hat er. Was war denn so ein klassisches kaltes Essen bei euch? Fleisch. Fleisch? Jo. So Bratenfleisch. Kalte. Also ja, so snackmäßiger, wo du auch satt wirst von, weißt du? Ich kann den nicht so machen, Paul. Ja, nicht auf. So. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, ist richtig. Oh, war ich fleißig. Jetzt ist zu. Am Hof haben ich wir noch eine Wiese. Ich muss mal den Eicher abstellen. Ja, also Klang hat er schon schön in der Steier, muss ich echt so sagen. Doch. Ausstattung hat er auch. Mhm, nicht schlecht, ja. Boah, bei dir gibt es noch solche Knöpfe zum Reindrücken hier im Schlüter. Doch geil, ne? Da musst du so richtige Handarbeit leisten. Eieieiei. Vorsicht, da ist irgendwo Schleudersitz. Gibt's aber keinen Beifahrersitz hier, ne? Nö. Gibt nur eine Fußmatte. Aber die ist nobel. Ja. Ist die Presse endlich an? Ja. Ja, ja. Ist die Presse an? Ich hab das nicht kontrolliert. 5 Bahn später ist die Presse an. Am Hof könnte noch jemand zum Settern kommen. Ja, der Ronny will das machen. Oh, der Uwe hat Warnblinker drin. Schwierig. Ich fühle mich hier verfolgt. Was ist das jetzt für eine Lampe, wo hier leuchtet? Was? Ja. Ah, Motorlampe. Ist das Öl, das ausgegangen ist. Ach so. Motorkontrollleuchte. Oder das, so. Der zappelt aber hier rum, ja. Warte mal, ich kann euch mal ein Video. Warte mal, kann ich euch das reinschicken? Wer hupt denn hier die ganze Zeit? Ron und ich haben uns abgeklatscht. Oh, geil. Ja. Geile Leute. Mensch, du. Teamwork.
jetzt fahre ich Hindernisparcours. Mit deinem Steier. Siehst du? Mit dem Steier. Ich guck grad nicht nach hinten. Siehst du? Ich gucke hin und gleich liegt der bestimmt auf dem Rücken. Ich wusste es doch, danke. Oh, der gute Steier. Aber sehr solider Zaun. Ich hab doch gesagt eben, verkauft den. Ich hau euch mal was in die Dinge, in die Discord-Gruppe rein. Es lädt hoch. Das ist auch okay. Kleiner als 8 MB. Ja, es ist 4,58 MB. Ist das jugendfrei? Das ist jugendfrei, das passiert dir, wenn du morgens ins Büro kommst und dein Mitarbeiter sagt dir, irgendwas stimmt beim Auto nicht. Oh nein. Und dann bekommst du das Video. Kann das sein, dass dein Alert kennt? Urlöck! Entschuldigung! Keine Absicht gewesen, ja. Wirklich nicht! Absolutes Leckproblem jetzt gerade gewesen. Okay, Wiederholung, gleiche Stelle. Nein, funktionieren die Bremslichter. Ja, wie auch gesagt. Was ist denn jetzt kaputt? Hast du kaputt gemacht, Ronny? Nee, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit Hase nicht. Irgendwas stimmt gerade mit Hase nicht, nee. Warum? Hase ist kaputt. Hat er rumgezappelt. Hat er entzappelt jetzt. Hast du wieder den falschen Knopf gedrückt auf GPS? Weiß nicht. Weiß nicht. Ganz sicher. Ja. Zu viel Technik. Muss ich ihn lang? Zum Hof. Wo ist denn der Hof? Ist jetzt nicht die erste Folge geworden, weißt du? Nein. Ron, du musst gleich rechts. Ja, rechts? Ja, rechts. Ja, unsere Felder hinter dem Feld rechts, Reif. Dann bist du da. Was hat der Simon gesagt? Müsstest du schon zu weit gefahren sein? Ich habe gesagt, unsere Felder sind übrigens reif. Ich glaube trotzdem, dass du zu weit nicht gefahren durch, bist. Oder? Ach halt, stimmt. Simon, soll ich das auch noch hier rummachen? Ja, bitte einmal zettern. Ich zetter das mal durch. Aber lass nicht bitte erst raus. Ja, komm raus. Warte mal. Wo bist du eigentlich? Hier. Wo ist denn hier? Na hier, neben dir. Na hier! Wo ist denn hier? Na hier! Hä? Der fährt auf der Straße! Na. Ja. Wo soll ich denn sonst fahren? Ab das Feld! Da hab ich vor, ich dreh bloß um hier. Alter! Nee, jetzt steht mein Nachbar mit dem Zaun drin! Alter, hier gehört sich auch mal gezettert. Ich flüchte mich lieber auf die nächste Kuhwiese. Wollen das heißen, Simon? Simon, ich sag dir eins: In der nächsten Holzer Folge haben wir Ehekrach. Oh nein. Also doch, ihr kriegt es ja nicht mit. Wir würden noch Leute nehmen bei uns. Wir streiten uns wahrscheinlich darum, wer die Ballen frisst. Oh ja. Unser leidiges Thema. Das ist doch schlimm, oder wie? Nein. Wir machen das mit Spaß. Wir auch. Ja, das fühlt sich bei euch schon ein bisschen leicht verkrampft an. Warum? Weiß nicht. Hat man steht jemand Eindruck? Hinter mir. Oh. Ich hatte in Ihren letzten Kommentar mal gelesen, müsst hier Werner alles nachmachen. Ja, ehrlich mal jetzt, weißt du? Dann habe ich mal gedacht, what? Jetzt ist die Frage nur, wer hat mit den Rundballen angefangen und wer nicht? Das siehst du viel zu... Maschira, ich glaube, da ist zu, voll. Wie soll ich sagen? Ja? Viel zu penibel, Simon. Okay, da ist voll. Die wichtige Frage ist, wer hat den mit den Ballen angefangen? Tschüsschen. So, was machen wir jetzt für Blödsinn, Paul? Keine Ahnung. Die wichtige Frage ist, wer hatte denn mit der Wiese angefangen? Achso, dann weiß ich jetzt nicht. Für die Leute, die jetzt keine Arbeit mehr haben, 34 liegen alles Ballen rum. Ja, ich schön. Ich kann aber nicht bis zum Hof werfen. Nee, aber du kannst sie aufladen und wegbringen. Ich? Nö. Nee? Ich mähe gerade. Wo mähst du denn, Simon? Auf der Kuhwiese. Lass die Schafe mähen. Oh, da komm mal hin, Uwe. Was, du willst Schafe mähen gehen? Wie willst du das machen? Du sollst die Schafe mähen lassen. Ja, ich muss jetzt erstmal den Ladewagen waschen gehen. Wir haben keine scheine Schafe. Ja, gute Idee. Außer die Schafe sind nach neuestem sind gehörnt und sind fleckig. Ja, kennst du es nicht? Gehörnte Fleckviehschaf. Die neue Rasse aus Bayern. Ist klar. Glaube ich, nehmen wir jetzt aber. Komm mal ran hier auf den Meter. Einen Wagen und werden wir ein paar Ballen holen gehen. Viel Spaß. Hast du denn auch ein Frontwerk? Ich nehme das von Marc.
Boah, ich habe jetzt so einen Schleicher vor mir, ey. Boah. Entschuldigung, ich gebe schon Vollgas. Also, okay. mehr kann er einfach nicht. Könntest du ihm mal was kaufen, dann ist er schneller. Von was denn? Soll ich mit Hosenknöpfen bezahlen? Ich werde anfangen. Ja. Mal, wie viel Milch haben wir denn aktuell? Achtung, ich bremse. Wo wann denn? 12.000 Liter Milch haben wir aktuell. Ach, was ist denn hier los? Der das ist dreckig. Ich komme auch noch nicht dran vorbei, das ist schwierig. Gibt's hier einen Zaun? Ja. Ja, ja. Muss ich denn da rein? Ach, da hinten. Vorsicht. Wollen wir die hintere Einfahrt einfach raus? Nehmen? Wo? Nichts verstanden. Ist der Tür? Linke Türe. Hallo Kuh? Oder ist er noch dreckig? Ja, da sind nur ein paar Flecken. Okay, warte, ich halt noch ein bisschen drauf. Oh, davon muss ich ein Bild machen. Das sieht komisch aus. Wenn der Strahl durch die Kabine geht. Nee. Der ist so ungefähr auf Zaunhöhe. Ah ja. So. Jetzt sieht's gut aus. Da steht ein Schlüter rum. Soll ja, das so? Ich hab den jetzt mal geparkt, weil ich hab keine Zeit. Was? Was? Ich hab gesagt, ich hab den mal geparkt, weil ich hab keine Zeit. Selbe Idee. Was war denn das? Fahrt ihr wieder rein? Okay, da fahre ich hinten raus. Warte, ich hab noch einen Dreckfleck. Eieiei. Was macht ihr da? Lohnt sich noch nicht so ganz, ne? Was denn? Hier mit einem Schwader und einem Setter anzurücken. Das weiß ich jetzt nicht. Die kleine Wiese. Ich bin schon da, alles gut. Die kleine Wiese auf der anderen Seite, warst du da schon? Auf der anderen Nein. Seite? Bei der ja, hinterm Haus. Ah, da hast du angefangen, okay. Genau, da kannst du, das Gerät zum Wirken bringen. Sehr gut, dann fahr ich da hin. Oh, Immer im Kreis. Wir hatten ja die Missgabe so professionell abgehängt. Ich weiß nicht. Ich hab's ins Regal gestellt. Mit den Zinken nach oben. Ja, es läuft, ne? Achtung, Paul, ich muss da einmal lang. So, extra schon rundum leuchte. Naja, nicht. Hab ich nicht. Volle Volksbeleuchtung. Also Simon, muss ich dir eins schon sagen, gell? Also mittlerweile, wir merken schon, dass wir da so richtige Grasprofis sind. Das Lustige ist, ich fange jetzt privat auf der Stadtbach an zu spielen, da gibt's ja auch Gras ohne Ende. Action! Ja, die wird gerade von mir ein bisschen angepascht. Pascht? Angepascht? Angepascht. Angepascht, oder was? Da fliegen so ein paar Deko-Objekte und alles mögliche raus. Hey, du Meister, bringst du mal einen Schlitter mit, oder? Ich hab keinen. Was? Nee, Schlitter nicht, aber einen Eicher. Eicher? Was hast du jetzt vor? Gehst du heute für die Kühe sammeln, oder was? Oh ja. Also. Hä? Wir haben noch nicht mal schwarz gelegt. Sag nicht, du sammelst das so ein. Ja, natürlich sammle ich das so ein. Alter, da bist du ja ewig zugange. Naja, er hat gerade die Lage gemacht, 15 Folgen lang, ne? Also. Da fahr doch eher drüben zu Uwe. Der ist bei dir. Achso, jetzt ist er bei uns. Jemand könnte mal die Milch verkaufen gehen. Warum verkaufen? Ich wollte die trinken. Milchmobil oder wie war da das? Da kriegst du bloß einen Milchbauch. Egal. Ja, das ist nicht gut. Und später entsteht dann nur Joghurt bei dir. Das ist noch schlechter. Was entsteht da? Joghurt. Ach, Joghurt, okay. Gut, aber
erstmal fertig für heute. Wir gehen erstmal den Ron verarzten jetzt. Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.